So, gute Freunde, da sind wir wieder bei South Park, die rektakuläre Zerreißprobe, um korrekt zu sein. Part Nummer 3, wir müssen glaube ich zu Crack, zu seinem Haus. Erst trete ich dir in den Arsch und dann deinem dämlichen Frosch. Wir haben kein Popo, nur eine Kloake. Ja, komm, du. Besiege Bartels. Schön, ihn erstmal auf den Gehweg gereiht. Bitte stirb nicht! Ich habe noch nicht rausgefunden, sieht man dann irgendwo die Stärke von diesen Idioten hier? Nee, wa? Den Rammangriff, der lohnt sich eigentlich nur, wenn man mehrere Gegner hat, wa? Dann machen wir erstmal die normale. Einen brutalen Schlag und dann ja, ach, da steht ja wie viel an. Siehst du, man muss ja X. Als Maul, Vierklässler! Vierklässler versohlen, geile Sache! Wenn du X während eines gegnerischen Angriffs drückst, füllt das deine Ultimativanzeige schneller und aktiviert deine Gesundheitswiederherstellung. Das erklärt er mir jetzt erst. So. Drücke jetzt X, um es auszuprobieren. Okay. Voll ekelhaft! Können wir das nicht bereden? Halt's Maul, du Pussy! Nix mit reden, du. Das würde ihn minus 10 abziehen. Minus 24 und das minus 18. Dann bleiben wir erstmal beim klassischen Schlag hier. Ach nee, man muss genau im Moment X drücken. Gut. Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? Tittenzwirbler! Oh, oh, das ist schwer, sag aus! Wow, du bist so mutig! Jetzt bist du fertig. Wirklich besiegt und mich gerettet? Sieg! Klebte Katzenhaare, super. Und 20 Cent haben wir gefunden. Alles nehmen und weiter. Der Mobber Matcha. Wow, gute Arbeit, Neuer. Das waren 6 Klässler. Weiter so. Sehr gut. Dafür kriege ich aber auch ein Selfie jetzt mit dir hier. Du willst ein Selfie mit mir? Ja, ja, eigentlich nicht. Aber wir brauchen jeden Follower im Moment. Huhu! Peter Mullen. Krass, wie du den Sechsklässler fertig gemacht hast. Vielleicht werde ich auch mal so stark. Ich glaub nicht. Mein Heldentat, du hast mir beim Frosch das Leben gerettet. Ein Frosch. Okay. Wie weit ist es? Achso, wir sind ja gar nicht mehr so weit weg. Aber wir können noch mal gucken, was hier so ist. Das ist das Haus von diesem Peter? Den Strebereltern? Hey, ich wette, diese Woche wird total unspannend. Ach nee, kann ich nicht? Kann ich ein Selfie mit dem machen? Doch, der hat ein Kamerasymbol. Hilf Jimmy, sein großes Projekt abzuschließen und dann machen wir ein Selfie. Aber jetzt ein Selfie. Hilf Jimmy, sein großes Projekt abzuschließen und dann machen wir ein Selfie. Hast du Jimmy gesehen? Seid ihr zwei Freunde, Superheldenverbündete oder sowas? Geh spielen, Süßi. Irgendwo weit weg von hier. Ich guck erstmal mal in Schränken nach. Also habt. So, Gegengift, wunderbar. Auf hier. Und die werden auch sicherlich ein Klo hier haben. Das ist schon eine Weile her. Jimmy, ach so, das sind die Eltern von... Jetzt Jimmy, ja.
Oh, 4 Sterne. Da muss ich mich ja konzentrieren, ey. Okay. Halten. Oh, bin ich dumm. Naja. Oh, immer erst in die falsche Richtung, Mann. Komm, ey, immerhin. Oh. Scheiße. Ah. Ach. Krasser Klumpen, naja. Was? Okay. Sagen wir mal, dieses Ding hier, können wir das hier wohin schieben, damit wir hier hochkommen? Ja. Sehr gut. Und raus. Okay, dann würde ich sagen, wir können mal zu dem Crack gehen. So langsam. Jimmy hat wirklich interessante Freunde. Ja. Das war nur zum Spaß, oder? Hier sind wir doch richtig, oder? Henriettas Haus? Ne, noch eins weiter. Du näherst dich Super Cracks Festung der Einsamkeit. Er meldet sich nicht. Hoffentlich geht's ihm gut. Was haben wir denn? Hier. Können wir das kaputt schlagen hier? Nicht. Na gut. Dann gehen wir mal rein. Sei gegrüßt, Bürger. Ich bin es, Super Craig. Es tut mir leid, aber ich kann im Moment niemandem beim Problem behilflich sein. Super Craig kann sein Meerschweinchen nicht finden. Sag dem Kuhn, dass ich erst wieder spielen komme, wenn ich Stripe gefunden habe. Er ist kein normales Meerschweinchen. Er gehört mir und meinem Ex-Freund. Ganz richtig, Super Craig ist schwul. Ich wette, Stripe ist wieder unten im Keller. Fangen wir im Keller an. Da habe ich ihn zuletzt gesehen. Vielleicht hat er das Hundefutter unten gerochen. Okay, dann fangen wir im Keller an, wenn du das sagst. Ich warte bei der Treppe, damit er nicht entkommen kann. Du erledigst den Rest. Sei vorsichtig, das könnte die schwierigste Mission sein, die du bisher hattest. Hey, da ist er, in der Lüftung, ganz oben. Da. Du kannst nicht zufällig deine Arme verlängern, oder, Wunderarsch? Oh, cool, die könnten hilfreich sein. Gern geschehen. Mit der Kiste. Warte. Kauf auf das Ding! Wow, scheiße! Dass du das gerade echt gemacht hast, du bist gut! Wow, das sah ganz schön knifflig aus. Her hier. Scheiße. Ja.
geschafft. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du auf Super Craig zählen. Sehr gut, unser erster Verbündeter. Sprite ist der beste Superpartner, den ich mir wünschen könnte. Ja, wer würde nicht gerne ein Selfie mit dem Craig aus Stahl machen? Super Craig und Stripe ist wie Supergirl. Okay, bis später, von der Arsch. Ich hab dann diese komische Ukulele daran. Ah, naja, Schrott. Dramalia können eine einzelne Zornspore in einem ostdramalischen Sandsturm der Klasse 6 riechen. Ah ja. Psst, Neuer! Hey, bist du einer von Craigs Freunden? Suchst du nach Craig? Ich bin Kunstsammler, spezialisiert auf eine moderne und verstörende asiatische Kunstform namens Yaoi. Verrückt, oder? Aber gewisse Käufer zahlen Unmengen dafür. Falls du was findest, bring es mir. Ich belohne dich reichlich. Bring mir alle neuen Werke, die du findest. Ein Burrito. Für Wiederbelebungsserum. Oh, was hast du für mich? Es gibt keinen besseren Partner. Was haben die denn hier mit ihrem Kunstagram? Es gibt keinen besseren Partner. Stripe ist treu und ihm ist der Franchise-Plan egal, im Gegensatz zu jemand anderen. Dir verschiedene nützliche Dinge mit Hilfe von Rezepten herzustellen, die du auf deinen Abenteuern findest. Aha. Okay. Wollen wir aber nicht. Wiederbelebungsserum. Könnten wir also herstellen. Rausnehmen, oder? Nee. Schwierigkeitsgrad 2, na gut.
aus hier in dem Badezimmer. Mehr gibt's da nicht zu holen. Gehen wir nach unten. Was sind jetzt eigentlich die Aufgabe, sag mal, die nächste hier? Trifft sich mit Kai bei seinem Haus. Hey, willst du ein Selfie machen? Interessanter Aufzug, bist du so ein Ich-darf-alles-Kind? Ja, genau. Hey! Naja, Mann, ey. Oh Gott. Auf die Party hier, ey. Ein Selfie? Willst du mich verarschen? Leben ist Schmerz. Hau ab! Ich habe gerade Wichtigeres zu tun, als Selfies zu machen. Was denn? Autsch, Arschloch! Okay. Groftis kriegen wir noch nicht. Sagen. Von welchem Planeten kommst du denn? Wir gehen mal zu diesem Keil da hinten. Oh, was ist denn das für ein Zeichen hier gewesen? Was ist denn das für ein grünes Schnitzeljagd? Finde 10. Achso, das ist das, was der Alte da von mir wollte. Jetzt erstmal. Stopp! Neuer Stopp! Siehst du die ganzen roten Legos? Das ist Lava. Die ist absolut tödlich. Nicht berühren. Halt, das ist unlogisch. Wer tut da Lava hin? Nimm das, Kuhn, Freunde. Es war Chaos. Ganz recht, Kuhn. Ich habe in der ganzen Stadt strategisch Lava platziert. Ich kann es euch doch nicht so leicht machen. Was wäre die Welt ohne ein bisschen Chaos? Okay, könnt ihr abschalten. Um Chaos kümmern wir uns später. Wir haben andere Prioritäten. Kuhn, Ende. Okay. Dann bleiben wir mal wieder lieber weg von der Lava. Achso, hier waren wir ja schon. Und raus. Und dann weiter. Jetzt schau dir das an, Mann! Oh ja, der coole Typ wieder hier und dancen. Den hier hab ich.
euch von Asche, ihr Schlampen! Wer macht denn so etwas? Das ist voll gemein. Hey, du, weißt du was darüber? Irgendwer zerkratzt nachts das Auto meiner Frau. Jede verdammte Nacht. Ich dachte, es wäre eins von euch Kids, aber hier. Komm mal her, schau dir das an. Wer auch immer das Auto zerkratzt, hinterlässt Nachrichten. Klingt irgendwie nach einem eifersüchtigen Liebhaber. So einfach vergisst du mich nicht. Ich dachte, wir hätten was Besonderes. Ich werde allen von dir erzählen, du Schlampe. Ich will den Scheiß nicht ständig rauspolieren. Wenn du heute Nacht den Kerl erwischst, der das Auto meiner Frau zerkratzt, folge ich dir auf Instagram. Glaub mir, du willst mich als Follower. Ich bin hier ein hohes Tier. Randy, okay. Das werden wir rausfinden, auf jeden Fall. Das interessiert mich auch. Du musst nachts kommen. Dieser Wichser wartet immer, bis es dunkel wird. Hoffe, du hast mir was mitgebracht, Billy. Ich brauche ein Gummi für meinen Willi, Billy. Hast du ein Kondom? Nee. Vergiss es, Scheißhaufen. Dafür hast du viel zu wenig Follower. Mein Hashtag ist schließlich eine Marke. Hi, Pischer. Bye, Pischer. Ja, gut, gut. Setzen. Eigentlich. Ja, ist er doch. Nein, der schaut viel besser aus. Hier neue Kopfbedeckung. Wunderbärchen. Okay, die ist zu. Das wird wahrscheinlich das Klo sein. Da kommen wir noch nicht rein. Mensch, Billy! Du hast also den Wolkenpalast erreicht. Das ist Humankinds Basis. Vielleicht ist er ja da. Hier. Die Tür? Meint ihr die Tür? Ich glaube ja. Ja. Wer zur Hölle bist du? Ernsthaft? Ich schicke einen Notruf und du schickst einen neuen? Du bist so ein Arschloch-Kuhn. Tut mir leid, aber das hier ist für Anfänger eine Nummer zu groß. Es gab eine Anomalie im Universum. Ein anderes Ich, Humankind aus einem Paralleluniversum, ist hier aufgetaucht und macht alles kaputt. Er ist oben in meinem Zimmer. Nichts kann ihn aufhalten.
direkt hinter dieser Tür. Ich kann natürlich nicht selbst gegen ihn kämpfen. Scheiß Paradoxon und so. Also musst du ihn ausschalten. Du musst ihm dermaßen in den Arsch treten, dass er sich verpisst in sein Universum an der Ostküste. Bereit? Schnapp ihn dir! Zoom! Oh, hey, Kyle! Ich bin wieder da! Wen hast du da mitgebracht? Spielt er auch mit? Also, alternatives Ich, Zeit, dich in dein Universum zurückzujagen. Was, Kyle? Wir sind doch ein Team, oder? Ich bin nicht aus dem anderen Universum, wir sind super allerbeste Kumpels. Wie du siehst, rennt er hier rum und ruiniert den Ruf des Humankind. Er will mich vernichten und meine Kräfte schwächen. Nein, nein, ich bin nur 2 Wochen bei meinem Cousin und wollte Superhelden mit ihm spielen. Und Kyle fragt, okay, welcher Superheld willst du sein? Und ich sag, ich bin Humankind. Da sagt er, das geht nicht, ich bin Humankind. Ich sag, warum können wir nicht beide Humankind sein? Also bin ich zu Tante Sheila gegangen und hab gesagt, dass wir beide Humankind sein wollen. Und sie meint zu ihm, tu was er will, er ist unser Gast. Erinnerst du? Jetzt pass mal auf, alternatives Ich. Es ist Zeit, dass du lernst, dass Superhelden-Spielen echt wehtut. Los geht's, du musst jetzt mein anderes Ich vernichten. Oh Gott, wir müssen kämpfen? Genau, du willst spielen, dann aber nach meinen Regeln. Also gut, ich tue alles, um wie mein Cousin zu sein. Mach dich bereit, Schwächling. Okay. Ich hab nicht viel trainiert. Wir spielen ohne Kontakt, oder? Vollkontakt, kein Training. Oh, das geht nicht. Ich hab meine Knieschoner nicht dabei. Jetzt, schnapp ihn dir! Cousin Kyle, zusammen können wir ihn stoppen. Lieben gerne, aber die Regeln für Paralleluniversen verbieten es. Okay. 24. Dann los. Meine Schulter tut noch weh. Ich hab mich beim Luftballonfang verletzt. Oh je, so viele Entscheidungen in diesem Spiel. Wie wär's mit nicht mitspielen? Ist auch eine Möglichkeit. Sei doch nicht albern. Leute, Pause. Mir ist ganz schwindelig. Oh, bitte nicht. Das ist wirklich jetzt drücken, wenn er genau in der Mitte ist. Gut. Okay, mein Innenohr hat sich beruhigt. Der letzte Treffer zählt nicht, oder? Ich mach den Schaden wieder rückgängig, ja? Phew. Typischer Paralleluniversums-Bullshit. Mann, ich schlaf dann immer in meinem Sitz. Auszeit, ich brauch mein Asthma-Spray. Cousin Kyle hat meine Auszeit ignoriert. Mein Asthma geht immer los, wenn ich mich anstrenge. Ich fände es viel fairer, wenn ich ein Schild hätte. Irgendetwas, wie diese Tora-Rolle. Die hat doch einen großen ideellen Wert. Alter, Humankind ist ein Alien. Das hat nichts mit dem Judentum zu tun. Und keine neuen Superkräfte mitten im Kampf. Die ist nicht neu, die ist in meinem alternativen Universum konform. Cousin Kyle hat gerade Schutz eingesetzt, was du an der blauen Leiste über seine... über seine Gesundheitsleiste erkennst. Schutz absorbiert allen Schaden, bis die Leiste aufgebraucht ist. Oh Mann. Klar, ein Vorteil, Idiot. Ich hab ne Magenverstimmung. Ein Teechen wär gut. Ist hier nix Teechen. Okay. Dann. Ich finde, ich sollte den nächsten Zug machen dürfen, weil der neue Freund bei meiner Auszeit nicht gewartet hat, also bin ich jetzt dran. Willst du mich verarschen, du Schwummelst? Das war nicht zu fest, oder? Mann. Ich will niemanden schlimm verletzen. Fängt an zu nerven. Oh, ja, war ein bisschen blöd. Hey, Drachen gehen leicht kaputt. Jetzt kommt meine super ultimative Kraft. Bereit? Bereit? Oh Gott. Okay, der Zaundrachen aus einem anderen Universum. Ja, super. Ah ja. Sehr gut. Hat sich selber ausgenockt. Und so hat sich das Blatt gewendet. Oh Gott, ich glaube, ich habe einen Leistenbruch. Hast du genug alternatives Ich? Dieses Superheldenzeug tut echt weh. Ich gehe in mein Universum zurück. Was, du haust ab? Wie schade.
Ja, ich muss in mein Universum zurück. Mein Ohr ist von den 14 ganz wund. Ich muss unbedingt Salbe draufschmieren. Wie kann ich dir nur danken? Melde dich einfach, wenn du mal Hilfe brauchst, okay? Der zweite Verbündete. Also, wir haben auch ein neues Selfie-Opfer hier. Mit okay, uns. Ja, zwei Helden, die abhängen. So, da sind wir auch schon wieder bei einer halben Stunde fast angelangt. Das heißt Ende der Episode erstmal hier an der Stelle. Also danke fürs Zuschauen und wie gesagt, wisst ihr ja, lasst ruhig mal einen Daumen nach oben da oder ein Abo auch gerne oder einen Kommentar. Also bis zum nächsten Mal. Bye bye. Tschüss.